So geil, weil ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, worum es geht. Das wird jetzt. Ja, schauen wir mal. Richtig, richtig schöner Winter. Sonnenaufgang. Das perfekte Setup, um an den 10.000 Schritten zu arbeiten. Erinnert ihr euch noch, als wir letztens das Problem hatten, dass die Tür am Transit irgendwie so ein bisschen kaputt war, nicht so richtig zuging und wir deswegen bei Ford waren und die so eine provisorische Lösung gemacht haben, die vielleicht hätte halten können. Sie hat nicht gehalten. Das heißt, wir müssen den Transit jetzt nochmal abgeben und räumen jetzt gerade dazu alles leer, weil jetzt wahrscheinlich ein paar Tage weg ist. Das heißt, wir räumen den gerade wieder mal leer und sammeln hier alles im Lager. Hey, wir haben unseren Transit bei keinem Stück angemeldet, damit die Tür repariert werden. Okay, im zweiten Step sind wir tatsächlich bei einer ganz unbekannten Startup-Company geladen. Und ich weiß nicht, ob wir da filmen dürfen. Das müssen wir jetzt mal rausfinden. Dankeschön. Okay, ich habe das jetzt geklärt. Ich kann nicht genau sagen, worum es geht, aber es hat auf jeden Fall was mit Licht zu tun. Wir kriegen hier gleich eine Vorführung zum Thema Licht. Bist du schon nervös? Ja, ich bin so aufgeregt. So, okay, was ich jetzt gelernt habe, und ich halte mich hier ganz, ganz safe, damit ich nichts Falsches sage. Aber Bricklock gibt es ja schon länger. Das ist ja kein Geheimnis. Sehr lang, ja. Sehr geiles modulares System, mit dem man beliebig viele Lampen, die so aussehen, in jegliche Form bringen kann. Kannte ich tatsächlich vor heute noch nicht. Und mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist sehr geil. Ich fand das sehr, sehr schön. Viel mitgenommen und ich hoffe, das auch mal wirklich irgendwann selber austesten zu können. Ich glaube, dabei belassen wir es einfach. Das sollte doch soweit. Passt schon. Wie findest du es, Lisa? Was hast du? Sehr überzeugend auf jeden Fall. Ich höre gerade hier zu. Achso, pardon. Sorry. Na, also das Bricklock heißt, man kann hier zum Beispiel, sind hier 12 Stück aneinander gemacht oder vielleicht, wenn ich was anderes brauche, eher so eine Reihe oder vielleicht ein etwas kleineres Panel. Man kann das irgendwie mit 80, 90, 100, was auch immer, in jegliche Form kombinieren. Das ist ein mega krasses System. Für die Leute, die selber nicht aus dem Film kommen und Arri vielleicht gar nicht kennen, Arri ist eine deutsche Firma, die einerseits die krasseste Kameratechnik herstellen soll. Die krasseste Kameratechnik, lass es einfach dabei bleiben. Und gleichzeitig auch noch die krasseste Lichttechnik. Das heißt, Arri findet man wirklich vom kleinen Set bis ganz oben nach Hollywood alles. Und dementsprechend ist einfach ein Garant, wenn Arri draufsteht, dass das crazy und gut ist. Und wir sind hier im Rental in Köln und hatten jetzt eben eine Vorführung zu Bricklocks. So, das waren jetzt auf jeden Fall sehr, sehr schöne Gespräche. Jens, lauf nicht weg. Was ist Disponent oder was ist deine Funktion bei Arri? Ich bin Head of Lighting in Köln. Ich kümmere mich um die komplette Technik und ja, Vertrieb für die Lichttechnik in Köln. Cool. Ich möchte dich jetzt noch hier ganz unerpresst erpressen. Ja.
Kann man hier noch irgendwo Merchandise abgreifen? Heute schlecht. Ah, schade. Ich hatte gehofft, wenn ich die Kamera drauf halte, dass du mir nur ja sagen kannst. Ach so, ich verstehe. Nee, tut mir leid, weil ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe nicht genug da. Das wollen alle anderen auch haben. Ich warte auf neues Zeugs, was kommt. Weil ich habe ja dieses Rainbow Ari T-Shirt von euch. Und immer wenn ich das im Internet trage, kommen nur Kommentare zu diesem T-Shirt. Alle wollen das haben. Ich weiß. Kann man kaufen. Es gibt übrigens auf der Ari-Seite gibt es eine Ari, wie heißt das denn noch gleich? Da müsst ihr jetzt mal eben nachgucken gehen, dann kann ich dir das sagen irgendwie. Okay, ich verlinke das einfach unten. Ja, mach mal, genau. Lisa, ich glaube, wir sind durch, oder? Wir sind durch, ja. Also mich hat es auf jeden Fall beeindruckt. Ich finde das immer super cool, wenn Leute Spaß am Entwickeln haben und Spaß daran haben, Sachen zu optimieren und dem Gegenüber so leicht wie möglich zu machen und gerade den Dialog auch mit Beleuchtern und Beleuchterinnen zu suchen, finde ich, ist einfach ganz toll. Und dementsprechend habe ich mich gefreut, hier was mitzunehmen auch. Ja, ja. Mega geil. Also seid ihr weg? Vielen Dank. Ja, gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Schau hier, ich muss mal kurz zeigen. Die Pullover kommen dann auch bald wieder. Nice. Sollen wir noch schnell ein Shooting machen? Vielen Dank, macht's gut. Ciao. Mir wird mittlerweile häufiger vorgeworfen, dass wir irgendwie hier wohnen würden. Sollen wir anfangen, Miete zu zahlen? Oder? Also wäre eigentlich schon angemessen mittlerweile, aber ich nehme dir dafür oft genug was mit. Ich hatte gerade das Gesicht von irgendwie gehört vorhin. Ja, eine schöne Sache bei Mediatek ist, dass man immer wieder Leute trifft, die man kennt aus der Szene. Lukas zum Beispiel hat bei... Ich darf es gar nicht sagen, aber du warst auch im Vlog, ne? Jetzt gehen wir langsam mal wieder zurück ins Büro und arbeiten noch ein bisschen, ne? Lukas, war schön, dich zu sehen. Macht's gut, ne? Ciao, Marius. Okay, was ich noch kurz zu dem Ari Bricklock-System sagen möchte, was ich saugeil finde und was ich häufig bei anderen Produkten / Herstellern bemängel, ist, dass wenn wir die am Set einsetzen, man irgendwie das Gefühl bekommt, dass die Sachen nie getestet wurden im richtigen Einsatz, sondern nur so ein bisschen unter Laborbedingungen konzipiert. Und dann merkt man oft am Set einfach die, wie nennt man das auf Deutsch, die Shortcomings, so die Probleme damit in der Bedienung oder vielleicht in verschiedenen Bauformen. Und das ist saunervig. Und bei Ari ist das Geile, dass das einfach nicht so ist. Die Sachen kommen in der Regel von Beleuchtern, von Kameraleuten, von Leuten, die wissen, was am Set benötigt wird. Ich finde es erstmal richtig geil, dass man einfach so eine Präsentation sich anhört und das Gefühl hat, Leute, ist einfach geil durchdacht. So, zu dem Thema Objektive. Wir haben ja einmal das 1880 T4-4, was Lisa hier gerade auspackt. Das ist ein Objektiv, was wir bereits haben. Das ist unser absolutes Go-To-Objektiv. Auf der C300 ist das nonstop drauf. Eigentlich kommt in sehr, sehr, sehr seltenen Fällen nur runter. Und weil wir letztes Jahr mega häufig mit zwei Kameras gedreht haben und dann immer noch eine 1880 angeliefert haben für die B-Cam, haben wir jetzt gesagt, hey, lass die doch einfach mal kaufen und dann landet das Geld bei uns anstatt beim Verleih. Das ist die eine Sache, sprich, das ist jetzt da. Und das andere Thema hängt mit dem C70-Rig zusammen. Ich war jetzt am Wochenende war ich bei der Demo in Lützerath. Und habe mit diesem Setup ein bisschen vor Ort gedreht, nicht viel. Und einer der Faktoren, warum es nicht viel war, war tatsächlich die Optik. Wir haben hier eine Tamron 24 bis 70 Millimeter. Eine Tamron 24 bis 70 Millimeter mit einer Blende 2.8. Und das mag sein, dass sie früher mal okay war, aber mich hat diese Optik enorm abgefuckt mittlerweile. Das Bild, wie ich jetzt gesehen habe, im Endprodukt ist auch wirklich super soft und unschön. Der Stabilisator ist nicht gut. Alles verläuft hier in die entgegengesetzte Richtung, als es bei Canon tut. Und meine Muscle Memory ist komplett auf Canon ausgelegt, das heißt blöd. Und lauter so Sachen, die mir wirklich das Arbeiten mit diesem Objektiv total erschwert haben. Deswegen habe ich gesagt, nee, kein Bock. Ich möchte gerne was von Canon haben, was hoffentlich besser aussieht. Und der Gedanke war, anstatt jetzt eine 24 bis 70 EF-Optik zu holen, die man dann hier adaptieren muss und die halt gewisse Shortcomings hat, kann man auch einfach 200-300 Euro mehr in die Hand nehmen und die RF-Variante holen, die dann zum Beispiel, und das verspreche ich mir davon, einen deutlich besseren Bildstabi verbaut hat. Weil das, was ich bisher bei RF-Optiken am Bildstabi erlebt habe, ist einfach viel, viel besser als das von den EF-Optiken. Ja, und das heißt, die
diese Optik hier soll einfach die 2470 von Tamron in den Ruhestand schicken. Ja, ist klar. Oh, die ist, oh, schön buttery smooth, Alter. Und man kann hier vorne jetzt irgendwas drauflegen, ISO zum Beispiel. Mhm. Schon ganz geil. Ich werde up to date halten, was das Setup angeht, weil ich in der nächsten Zeit noch mehrere so kleine Porträts und Mini-Dokus drehen möchte. Und ich glaube, da wird das mein absolutes Go-To-Setup. An so einem Tag wie heute ist der Vorteil, dass die 10.000 Schritte fast schon automatisch drin sind. Und wir jetzt noch so zwei, drei kleinere Erledigungen machen müssen, wodurch ich es safe schaffe. Ich nicht. Du nicht? Nee, nicht mal im Ansatz. Danke schön. Da ist Müll drin. What? Da ist Müll drin. Ja, das war's. Das war das Abenteuer. Mega spannend, Alter. Ja, man muss sagen, bisher. Läuft's gut mit der 10K Everyday Challenge. Hier gab's so einen kleinen Ausrutscher, aber ich hatte gestern Geburtstag. Da hab ich mir mal aufgegönnt. Ist okay, oder?